Jetzt gehen die Ratte raus, nicht mehr. Ne, da geht's weiter. Scheiße. Dann gehen wir nochmal zurück. Ey, Lady. Du bist sicher Ratte raus, oder? Ey, Baby. Ich gebe dir die Rosen nicht, sie können es falsch verstehen. Tja, mei. Dann die rothaarige Bitch da draußen. Chuka, da Samba Man ist wieder da. Hey Alice. Jo, Jakob. Wieso bist du eigentlich da? Sagst du mal. Ich weiß fast nichts mehr. Wir haben das Hirn rausgefegelt. Ich kann es dir nicht erklären. Ich sehe es nicht besser genau, da waren so viele. Ich sehe lauter Bitches. Also, ist alles ganz schwarz gewesen. Und irgendwas hat gefunkelt. And my heart skips a beat. Dann jetzt mal warm. Warum wohl? Ich bin immer höher gekommen und höher und höher. Ah, da bin ich aufgewacht im Scheißhotel da. Entschuldigung. Es ist besser, wenn wir nicht tiefer gehen. Ja, vielleicht. Ich gehe jetzt, pass auf dich auf. Ja, du pass auf dich auf. Ah, die Texte, oder? Servus. Ausdauer, oder? Das glaubst du nicht. Jawohl. Metallica Live, Alter. Müsst ihr auf die Rosen gehen, du Trautl? Hallo. Servus. Wer warst du, wie heißt? Geht's da heute nicht gut, Jacob? Nein, mir geht's nicht gut. Wer bist denn du? Erkennst du mich nicht? Na, ich kann mich überhaupt nichts erinnern. Du verstehst schon, dass du traumatisiert bist, oder? Wer bist du? Jacob, ich bin dein Psychologe. Aha. Warum habe ich einen Psychologen? Du musst verstehen, Jacob. Die Heilung kann nur beginnen, wenn du es akzeptierst, dass du einen Psychiater hast. Aber ich kann das nicht für dich tun. Du musst diese Reise selbst unternehmen. So viel Lügen in dir drin. Du kannst gar nicht vorstellen, wie viel. Bin ich ein Depp? Na, weit weg davon. Bist du ein Trottel? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich verstehe schon, wie es da geht. Ich verstehe das. Aber hör mal zu. Vertraut den Offen da draußen nicht. Das sind Geister. Nur Lügen. Ich spüre das. Du bist nicht da, um da zu bleiben. Habe ich recht, Jacob? Ja, ich bleib sicher nicht da. Ich muss mir noch ein bisschen auskennen, was aussieht. Ist gut, Jacob. Sehr gut. Der einzige Weg da raus ist, dich zu heilen. Ich hab das dafür dir aufgekommen. Du brauchst es sicher. Aha. Ein Nippelring oder was? Danke.
Ich würde da gern mehr helfen, wirklich. Vielleicht kann ich da irgendwann einmal meine Hilfe anbieten. Ja. Wenn der Regen prasselt und der Wind bläst, mit ihrer kalten Hand schüttelt sie das Babybettchen. Bereite dich auf eine neue Reise vor. Auf eine unbekannte Straße. Hallo Jacob, wie geht's da? Glaub gut. Ich muss dir jetzt was fragen. Wieso bist du da? Jacob, es ist wurscht, warum ich da bin. Ich schau lieber zu. Aber ich bin auch zum Helfen da. Du musst dich konzentrieren. Du musst dir an deine geistliche Gesundheit festklammern. Es ist alles so verwirrend. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich verstehe dich, Jacob. Aber was ich nicht verstehe. Woher kennst du Gerald und Brad? Wen? Ich weiß nicht genau, von wem du redest. Wurscht. Okay, ich geh dann wieder. Tschüss. Bleib stark, Jacob. Ah ja. Baby. Ah. Guten Abend. Darf ich da rein? Noch immer nicht. Ich kann da keinen reinlassen, noch immer nicht. Warum ist noch immer das teure Ding da drinnen? Ja, das ist noch immer da drin. Aber ich habe noch immer mein teures Ding da drin vergessen, habe ich da früher schon gesagt. Ja, schleichte. Okay. Was ist mit ihm? Gehen wir tanzen wieder. Dulum dum dum, 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 dulum dum dum. Hallo Jacob, falls du da? Es gibt kein nettes Wort, wie ich das sagen kann. Ein bisschen länger und ich scheiß mir an. Ich käme da aus, aber warte ein bisschen, dann geht's ein bisschen besser. Ich geh lieber. Ciao! Ja, ich würde da eh was einhängen. Links oben. Jo. Und jetzt? No. Und.
Scheiße. Das heißt, einmal, zweimal, dreimal, viermal noch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal noch. Wurscht jetzt wohin. Mal links nochmal. Ah, Geräusch. Zweimal. Dreimal. Viermal. Jetzt müsste es passen, oder? Und zwar, es muss links oben sein. Jawohl! Das bleibt da drin. Nach außen. Gib doch einen die Rosen! Kann ich dem die Rosen geben? Schenkt sie missverstehen. Ey, Alter! Hast du schon wen angeschleppt? Na, ich habe andere Sachen zu tun. Ey, dann bist du noch nicht lang genug da bei den Hasenschnitten da draußen, Alter. Haus nieder! Darf ich dir mal was anderes fragen? Sicher. Warum bist du da? Ja, das ist eine Frage. Ich glaube, keiner von uns weiß das. Ja, da gehört dazu. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich kann mich daran erinnern, wie ziemlich im Arsch war. Irgendwas Schönes verloren. Ich weiß nicht, das ist alles so finster. Das nächste Mal, als ich Licht gesehen habe und meine Augen aufgemacht habe, war in dem scheiß Hotel da. Tja, das tut mir leid. Und was tust du? Ich lebe einfach damit. Ja. Ich geh, leg mich mal. Da ist das Licht wieder. Wollen Rose kaufen? When rain keeps falling and wind blowing with a cold hand rocks the cradle of a child, prepare your journey to the coming road of unknown. Okay, heute nicht mehr. Ich geh mir nix aus, ich geh mir nix aus. Da, das Blatt müsst sicher haben. Hi, servus. Darf ich noch immer rein? Nein. Warum darf ich nicht mehr nicht rein? Na jo, du hast nicht mehr das wertvolle Klump drin. Also. Jetzt sollen die Rosen aufs Auge picken, Alter. Ist ja unglaublich sowas. Thank you.
Ich glaube, das ist richtig, gell? Ich nehme das wieder. Gibt's da eine? So, das muss jetzt einmal rechts. So, und das muss jetzt zweimal rechts. Der letzte stimmt, darum habe ich keine Ahnung. Aber dass es irgendwas braucht. Schmeiß mal so weh, ich will nicht mehr. Hopf auf weh. So ist er gestanden, gell? Schon. Komm mal! Oh, komm her, schau. Stress nicht so. Entschuldigung, dass ich das gerufen hab. Ja, ist schon recht, was willst du? Ist dir die rote Alte draußen aufgefallen? Ja, sehr. Ja, es ist mir unangenehm. Ja, sag's mal, wenn du es dann rausbringst, einmal, du Wappler. Oh, I love her. I really love her. Er wollte schon immer mit ihrer rein, aber ich trau mich nicht. Das ist das, was könnte das, das machen? Okay, was stellst du davor? Gut, ich würde Date mit dir reden. Bevor du ablenkst, hör mal zu. Ich hab was und du brauchst das, wenn du da jemals rauskommen willst. Aha, wieso benutzt du es nicht selber? Naja, das eine Teil allein reicht nicht. Außerdem ist da wirklich keine Alte da draußen. Okay. Ich brauch mehr wie eins von den Stickeln. Was bedeutet das alles? Das Hotel ist ein Rätsel. Du brauchst alle Stickel, um das Puzzle zu lösen. Aber sicher bin ich mir nicht. Der Alte mit der roten Krawatte hat uns das gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen alle Teile, wenn wir da jemals raus wollen. Er hat außerdem gesagt, wir können da bleiben als seine Gäste. Aber wenn wir rausgehen, dann... ja, ein Rätsel. Und es gibt keinen anderen Weg aus. Ich glaube nicht, es gibt nur einen Weg. Bei der Tür aus. Wir haben schon einmal probiert, das Rätsel lösen und das
hat nicht funktioniert. Verstehe nicht. Der Alte will nicht, dass wir gehen, also wieso gibt uns die Chance, dass wir gehen? Drüber wäre auch schon nachgedacht. Ich glaube, wir sind verdammt. Wir kämpfen, kämpfen, es bringt nichts. Aber ohne Hoffnung, was bleibt uns? Nur der Schmerz. Jetzt hören wir mit der Verfolgerei einmal auf. Was willst du, dass ich tue? Ich hab ihr einen Brief geschrieben. Da will noch was reinschreien. Spuck's aus. Zufälligerweise, es ist da finden, rote Rosen. Aha. Was heißt, wo finde ich eine? Ich hab eine eingesteckt. Ich hab da irgendwo Rosen gesehen, hast du nicht eine in der Hand? Ah ja, okay, genau, stimmt. Danke. An der Zeit der Roten allen nichts davon. Ich hab irgendwo Rosen gesehen. Meinst du die da? Ja, nimm's, Alter. Hast du es gefunden? Ja, da. Ich bin so aufgeregt. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich schieb Rosenblüten in den Brief und versiegel ihn. Danke, geht her. Kannst du dir zuerst den Brief geben und ihre Songs ja dann verehren? Echt? Sind wir im Kindergarten? Ach, scheiß drauf, gib mir den scheiß Brief. Ja, gib dir den Brief und komm zurück. Ja, ich bin schon unterwegs. Der Rautler. Komm her, Nikita, Alter. Passt. Da, Brief! Ich glaube, ich könnte dir einen Brief geben, aber ich könnte den, glaube ich, besser verwenden. Du Arschloch. Hey, Lady! Ich hab da einen Brief für dich. Ein Brief, da! Was, ein Brief? Ich kann nicht lesen. Was steht da drin? Liebe. Für immer. Aha. Hast du ihm das gesagt? Voilà. Mir kratzt's im Hals. Wer ist der mysteriöse Gentleman, der mir einen Brief schreibt? Das ist der Trottel beim Brunnen draußen. Was? Bartholomew Fitzgeoffrey? Ja, wahrscheinlich. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Ja. Kannst du ein bisschen auf die Tiere aufpassen? Ja, sicher. Geh nur. Versprich mir, dass du nicht reingehst. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja, lass dir Zeit. Ich würde da nie reingehen. Ups. Ah! Es war
braucht man nicht viel lesen. Kannst du mal was anderes spielen, du Daumen? Schaut schon gut aus, oder? Ich hab den Brief zugestellt. Super! Wie gefällt dir, oder? Nein, sag nix, sag nix. Ich hab mir vorgestellt. Da hast du's. Danke, ich schleich mich. Joi! Was tust du da? Wer bist du, Alter? Reg dich ab, ich bin dein Freund. Hör mal zu, du kannst keinem vertrauen. Die verwirren dich nur. Genug von den Spielen! Was ist da los? Wo bin ich da? Scheiße, verdammt, wer sind die Leute draußen? Dieser Ort kann nicht erklärt werden. Und die Leute da draußen sind alles Deppen, Wichser. Wenn's da wurscht ist, dass ich das sag. Das kaufe ich da nicht ab. Wir sind da gefangen. Ich hab keinen gefangen. Außerdem, die können gern gehen. Du hast genau gewusst, dass die nicht rauskommen. Das habe ich nie in die Hände gehabt, das kann einfach gehen, brauch nur die Tür aufmachen, die Idioten. Mach die Eingangstür auf, gehst raus, weg bist. Sie wollten nicht. Was jetzt? Ich hab dein scheiß Rätsel gelöst. Was für ein Rätsel? Du verstehst das nicht. Wie sollte ich? Ich verstehe das, es tut mir leid, das ist jetzt so verwirrend. Ich kann das alles nicht erklären, aber ich zeig dir jetzt den Weg. Aber ich warne dich. Der Weg wird kein leichter sein. Bist du bereit? Sicher. Okay. Oh, jetzt brauche ich die Maus auch noch, Alter. Servus. Ah! Mach auf die Tür! Thank you.
Die Band ist weg. Hilft mir doch nichts.
Jo. Jacob! Happy Birthday, Jacob! Happy Birthday, Jacob! Was ist dein Geburtstag? Wie alt bin ich? The cake is a lie! Vielleicht kann man das Geschenk helfen. You got a coin. A Münzen. Du hast Gescheites auch drin. Arsch. Geh nur weiter, ich brauch dich gerade nicht. Nein, nicht da. Am Münzen. Ah, ah, ah! Jetzt hab ich mich verdruckt, verdammte Scheiße. Nein! Nein! Nein, Neuler! Passt. Das reicht, glaube ich, für die Wahl. Ah, Krypto-Windows, ja.